Herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gepflegten Earth Defense Force Unterhaltung. Wir spielen mal wieder dieses Spiel, weil es wird Zeit, weil der Hering irgendwie schon sehr lange nicht gespielt hat. Und das ist geradezu frevelhaft, ja. Weil ich sollte mich gewissermaßen schämen. So, schon noch ganz schnell eine Waffe aussuchen, weil wir wollen ja gleich loslegen. Und ich glaube, wir nehmen jetzt an der Stelle mal irgendeine Assault Rifle, ein Maschinengewehr, AF-14ST. Keine Ahnung, habe ich noch nie benutzt. Es hat nur 10 Schuss, also eigentlich ist es scheiße. Das heißt, man kann es nicht wirklich Maschinengewehr nennen, aber gut, davon mal abgesehen. Mission 14. Wir sind mittlerweile bei Mission 14 angelangt. Es geht gut voran, würde ich mal sagen. Mehr oder weniger. Na gut, wir haben irgendwie ja einen Bericht. Bla, Mutterschiff fliegt Richtung Japan. Wir brauchen ganz viele Truppen. Wäre jedenfalls besser. Gut, okay. Dann mal auf in den Kampf. Hurra! Wir kämpfen wieder gegen die Ravagers, die irgendwie ganz gerne mal ein paar Insekten irgendwie auf unseren Planeten schicken. Ab und zu auch mal ein paar Kampfroboter, je nachdem, was gerade da ist. Mein Gott, sie hauen eben raus, was ja das Fließband eben so hergibt. Und wir widmen uns wieder diesem Spiel, habe ich das schon gesagt? Ja, ich hatte es zu Beginn eigentlich mal so als Wochenendprojekt deklariert. Das ganz kleine Problem an der Sache ist nur, dass meine Definition eines Wochenendes nicht so ganz mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Was ist das? Das ist das Mutterschiff, das ist der Todesstern gewissermaßen. Aber das da macht mir auf eine gewisse Art und Weise Sorgen. Vor allem, also wenn das Ding jetzt mal so rein logisch betrachtet da drin war, das hat so ziemlich, naja, nicht die Hälfte eingenommen, aber kommt, es war halt, es muss sich ja irgendwo dort unten dann aufgehalten haben, an dem Ding da so. Also ihr wisst jetzt hoffentlich, was mein Problem ist, oder? Weil, ich meine, was befindet sich wirklich in diesem komischen Todesstern drin? Das macht für mich keinen richtigen Sinn. So, oh cool, ja, dieses kleine Ding, das lässt irgendwie noch kleinere Dinge raus. Und die, machen gleich Wumms, glaube ich. Da. Wir schlagen zurück. Oh mein Gott, das sieht mir irgendwie schutzschildmäßig aus. Ich will auch ein Schutzschild haben. Menno, warum haben die Alien Schutzschilde? Warum haben wir keine Schutzschilde? Das ist irgendwie doof. Wir sind irgendwie nur das Kanonenfutter. Ich meine, das ist doch echt bekloppt, wenn wir Bodentruppen gegen solche komischen Dinger in den Kampf schicken. Aber okay, ja. Japaner halt. Wow. Gut, aber das so, wir hatten das schon mal schlimmer irgendwie. Deswegen ist es jetzt für den Moment, wow, eigentlich ja ganz okay. Jetzt müsste ich nur noch ein bisschen treffen, dann wäre das irgendwie noch besser. Und nebenbei wieder Sachen einsammeln. Genau, wir brauchen Armor. Wir brauchen Armor, das war wichtig. Da. Ich muss mich jetzt erstmal wieder an das Spiel gewöhnen, tatsächlich. Es ist so lange her. Also, gewissermaßen 2 Wochen, 3 Wochen, irgendwas um den Dreh. Ja, Wochenendprojekt. Ich bin dazu nachlässig. Ich nehme mir zu viel vor. Ich nehme mir grundsätzlich, glaube ich, immer zu viel vor. Das ist so ein kleines bisschen. Aber ich hoffe, ihr kennt das, oder? Wenn man dann erstmal denkt, oh ja, das muss man machen. Das ist eine total tolle Idee. Und dann nächsten, also beziehungsweise nach ein paar Wochen, Monaten oder vielleicht auch nur Stunden oder so, denkt man sich dann so, ich glaube, wir ballern mal auf die Kanonen. Ich weiß nicht genau, ob das was hilft, aber vielleicht ja doch. Es wird auf dem Radar nicht angezeigt, das komische Ding. Das heißt, prinzipiell dürfte es relativ unzerstörbar sein. Aber ich glaube, doch, das geht kaputt. Das geht kaputt. Oh yeah. Okay, jetzt muss ich dann nur noch, ich könnte dort hinten auf sein komisches Ding da ballern. Moment. Wenn meine Kanonen irgendwie, das ist cool, dass wir ein Fadenkreuz haben, aber das ist auch cool, dass die Kanonen irgendwie so 2, 3 Meter oder so daneben zielen. Das ist irgendwie, man muss die Flugbahn der Kanonen total mit einberechnen. Dab. Das ist jedenfalls noch cooler, dass das Ding jetzt auf einmal solche, wie hießen die nochmal? Arms, irgendwas, Land, Arm, Cannon, Dingens, Bums, Roboter. Ich weiß es nicht mehr genau. Verdammt, ich habe den Namen vergessen. Ist ja im Endeffekt auch egal. Es sind Kampfroboter. Das macht Sinn. Ja, wir haben auch so ein Wochenendprojekt und dann, ja, und irgendwie kein Wochenende und ja, Wochenende und irgendwie, ja, dann muss ich ja doch irgendwie wieder das andere spielen und so weiter und so fort. Es wäre irgendwie total viel einfacher, wenn ich auch unter der Woche ganz, ganz viel zocken könnte und ganz viel Let's Playen könnte vor allem. Weil, dann könnte ich sowas auch in der Tat tatsächlich mal irgendwie aufrechterhalten. Kann ich irgendwie dort hinten hin? Ich will dort hinten hin. Ich weiß zwar, dass da irgendjemand steht und so, aber ich will irgendwie die Sachen ansammeln. Ja, das ist cool, dass ihr hier alle steht und mich irgendwie in Empfang nehmt. Wow, bitte nicht Platz reden. Das wäre ganz furchtbar lieb und nett. Igitt, und jetzt auch noch Flugviecher. Nein, böse. Au. Lass mich. Aber im Endeffekt, wow. Wir hatten es wirklich schon mal schlimmer. Also kommt, ich habe noch nicht viel Energie verloren jetzt, also in den letzten paar Sekunden.
Und, Moment, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Kann sich die Rauchwolke bitte mal wieder lichten, damit ich hier ungefähr... Ah, cool. Dab. Dich habe ich gesucht, mein Süßer. Ja. Ich glaube, du hast ein bisschen Armor fallen gelassen. Deswegen will ich dort irgendwann mal hin. Und wir können schwimmen. Ja, aber ich glaube, das hat dir schon mal gezeigt. Wo hat er denn das Armor fallen lassen? Das ist die nächste interessante Frage. Moment. Ich muss hier was suchen. Ich habe meine Kontaktlinsen verloren. Das macht sich im Krieg besonders schlimm. Lap, dap, da. Gut, dann suchen wir halt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo es fallen gelassen hat. Nee, es ist weiter hin. Nee, Quatsch, das ist eine Insel oder sowas ähnliches. Was machst du denn hier oben? Direkt über mir, mein Schnucki. So. Sitzen da eigentlich Aliens drin? Werden die Computer gesteuert? Man weiß es nicht genau. Wie sehen die Ravagers aus? Wir werden es niemals im Leben erfahren. Ich bin immer noch dafür, dass die Ravagers eigentlich wirklich die Insekten sind. Also beziehungsweise die Ameisen. Oh ja, wir haben es hier mit einer hochtechnologisierten Ameisenzivilisation zu tun, die einfach mal so durch das Weltall fliegt und sich gedacht hat, der Planet sieht witzig aus. Hier lassen wir mal irgendwie eine neue Brutstätte entstehen. Wie feindliche Rassen das im Weltall halt so machen. Ich meine, das ist irgendwie bezeichnend. Ups, das... Wo gehe ich hier gerade? Ah, das sind alles nur Flugviecher. Ich hatte mir gerade kurzzeitig Sorgen gemacht, ob die komische Festung irgendwas von mir will. Aber, also dieser komische... Aber der ist schon wieder auf dem Weg. Der ist auf dem Rückzug gewissermaßen. Ich glaube, der macht nicht mehr viel. Andere Sache, die nicht mehr viel macht, sind irgendwie meine Teamkameraden. Ich dachte zumindest mal, dass ich welche gehabt hätte, aber irgendwie sieht das hier gerade ziemlich leer aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ich vermisse ein paar blaue Punkte auf der Karte. Leute, hallo, habe ich irgendwie das Pausenklingeln verpasst oder so? Ich weiß ja nicht, aber okay, gut. Wenn ihr schon Mittagspause macht, dann ist das okay. Ich mache hier noch ein bisschen weiter. Ich hasse das, wenn man irgendwie nochmal Arbeit liegen lässt oder sowas. Das ist auch tatsächlich bei mir auf Arbeit so, dass ich gerne mal die Mittagspause tatsächlich ein bisschen hinauszögere. Einfach damit ich mit meiner bisherigen Arbeit dann eben fertig werde. Ich hasse es, irgendwas liegen zu lassen. Und das ist auch bei meinem Hobby so oder so. Ich hasse es irgendwie, wenn ich Videos fertig habe, die dann ja, vielleicht erst Stunden bzw. Tage später tatsächlich zu rendern. Eigentlich mache ich das tatsächlich meistens. Also nicht immer, aber vor allem am Wochenende. Wenn ich ein Video aufgenommen habe, beziehungsweise wenn ich dann erstmal einen Aufnahmemarathon hinter mir habe, sprich so eine, zwei, vielleicht mal 3 Stunden oder so, dann muss ich mich auch direkt im Anschluss hinsetzen und den ganzen Kram auch noch rendern. Ansonsten habe ich ein ganz schlechtes Gefühl. So, ich glaube, wir haben die Mission geschafft. Hurra. Ich habe nur einen Raketenwerfer eingesetzt, das tut mir total leid. Deswegen nehmen wir die nächsten Missionen jetzt einfach nochmal... das komische Maschinengewehr mit. Ich hätte das mal gegen die komischen fliegenden Feinde einsetzen können. Aber ist egal. 15, Blockade. Die Walking Fortress is heading for Tokyo. Now plasma cannons will destroy the entire metropolitan area. Ja, wir sollen das Ding irgendwie aufhalten, weil ansonsten macht es in Tokyo bum bum bum. Das war jetzt so die Kurzfassung. Aber viel mehr anderes stand da jetzt offen gesagt auch nicht. Ich meine, mittlerweile haben wir das vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen bemerkt. Dieses Spiel ist relativ einfach gestrickt. Wobei diese wandelnde Festung doch so tatsächlich ein ganz kleines bisschen... Naja, sie bringt nochmal so ein ganz kleines bisschen Spannung tatsächlich mit. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Das macht wenig Spaß, wenn man so ein Ding im Vorgarten stehen hat, seien wir mal ehrlich. Aber okay, gut, ja, das ist halt so. Und dann noch so kleine Kanonen und oben halt diese riesige Plasmakanone, die leider, ich weiß nicht, kann die Festung praktisch gesehen ihren Kopf oder was auch immer, wie auch immer wir die Frontseite nennen wollen, kann die sie so ein bisschen nach unten beugen? Weil ansonsten, ich meine, Plasmakanone ist schön und gut, aber wenn das halt in 2 Kilometer Entfernung nach oben hin ist, dann trifft es ja relativ wenig, bis auf Wolkenkratzer, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber gut, okay. Oh mein Gott. Ja, das meine ich. Also wir stehen ja direkt davor. Er müsste einfach nur das Köpfchen runter machen und uns abballern mit seiner Plasmakanone. Aber nö, geht nicht. Stattdessen ballert er immer so in die Walachei. Vor allem, weil Plasmastrahlen, ich weiß nicht, unterliegen die den Gesetzen der Schwerkraft? Fallen die irgendwann auf den Boden? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht mal, was Plasma ist, um ganz ehrlich zu sein, aber es hört sich cool an. Plasmakanone, oh mein Gott. So, ja, was haben wir hier? Du siehst irgendwie so aus, als möchtest du irgendwas. Ich sollte besser nicht plattgetreten werden, das wäre besser, ja. So, Moment.
Hast du hier irgendwo etwas, was man angreifen kann? Vielleicht irgendwie das da oder so? Ich weiß nicht genau. Kann es sein, dass du doch irgendwie gleich auf mich drauf latscht? Aua! Ich glaube, du stehst auf mir. Dankeschön. Ja. Böse, böse Festung. So, ich baller irgendwie drauf. Das bringt absolut herzlich wenig. Ich könnte jetzt mal tatsächlich das Maschinengewehr benutzen. Oh, cool. Ja. Für dich könnte ich das Maschinengewehr benutzen. Da. Das kleine Problem an der Sache ist nur, das Maschinengewehr ist verdammt schwach. Sehe ich das jetzt richtig? Dab. Ein Maschinengewehr. Wir können es nicht mehr Maschinengewehr nennen. Es ist halt, ich weiß nicht, was ist das? Es ist ein Gewehr. Ja, irgendwas. Es hat 10 Schuss und irgendwie die Schüsse sind verdammt klein und ach, ich hab die Schnauze voll. So, okay. Scheiß Waffe. Wir brauchen eine neue Waffe beim nächsten Mal. Dab. Kann ich bitte jetzt irgendwie wieder mal die Kontrolle über die Situation erlangen? Das wäre sehr nett. Njap. Wie viele wandelnde Roboter passen tatsächlich in diese komische Festung hinein? Ich glaube ja, dass das so von den Proportionen her absolut rein gar nicht passt. Aber ich glaube, ich bin da jetzt auch wieder der Einzige, der sich darüber Gedanken macht. Und warum habe ich eigentlich keinerlei Teamkameraden, die mir so richtig helfen? Also ich sehe auf dem Radar so ein paar blaue Punkte, aber die halten sich irgendwie ziemlich bedeckt. Beziehungsweise die halten sich ziemlich weit hinten. Ich glaube, die Kollegen machen das eindeutig richtig. Warum kämpfe ich an vorderster Front? Warum bin ich immer der Depp, der die Welt retten darf? Warum? Ich will mal ein Spiel spielen, wo man nicht den Helden so richtig spielt, sondern man ist mehr so, keine Ahnung was, irgendwie der nette Nachbar von nebenan, der dabei zugucken kann, wie der Held die Welt rettet. Und man selber macht halt in dem Spiel nichts anderes, als irgendwie schreien vor Monstern davonlaufen. Und ich möchte gerne Energie haben, dankeschön. Schreien vor Monstern davonlaufen und irgendwie dem Helden Autogrammkarten abluchsen, beziehungsweise, also ihr wisst schon, so Unterschriften sammeln und ach, was. Sowas in der Art. Gibt es solche Spiele? Ich weiß nicht genau. Ich würde es sehr interessant finden. Beziehungsweise so ein ähnliches Konzept hatte ich mir mal vorgenommen, für ein RPG-Maker-Spiel tatsächlich zu verwenden. Aber wie das halt mit mir so ist, mit der Zeit, Motivation und Lust und ich meine, und wenn ich weiß, was der RPG-Maker ist, das ist, oh wow, cool, haben wir ja schon lange mehr gesehen. Wenn ich weiß, was der RPG-Maker ist, das ist ein lustiges, kleines Programm, welches einem erlaubt, kleine, lustige RPGs im Stile von Super NES-Spielen herzustellen. Also, ja, es ist nicht Freeware, muss ich dazu sagen. Es gibt, hust, vielleicht diverse Seiten, die es kostenlos anbieten, aber es ist definitiv nicht Freeware, dieses Programm. Und ja, ist ganz lustig. Ich habe mich da früher mal so ein ganz kleines bisschen dran versucht, weil so mit Super Nintendo Rollenspielen und so, da kann man mich ja voll für begeistern und selber Super Nintendo Rollenspiele machen, boah, da kann man den Hering ja noch viel mehr mit begeistern und das hat schon extrem viel Laune gemacht, ja, als ich so meine RPG-Maker-Phase hatte, aber wie das halt so ist, die hat halt auch nur so ein paar Monate, Jahre angedauert oder so, weiß nicht, habe ich so mehr verfolgt, als ich gerade mit meinem Abitur beschäftigt war, beziehungsweise mit dem Abitur fertig war und dann hatte ich ja sowieso viel Zeit und da hat man auch mal länger vor dem Rechner gesessen und da hat man sich so gedacht, Mensch, jetzt könnte ich mal ein Spiel machen. Es gab auch diverse Projekte, Anläufe diesbezüglich und boah, meine Spiele waren so geil. Naja, eigentlich waren sie relativ altbacken und die Story war jetzt bestimmt auch nicht so der Brüller, aber ja, mein Gott. Zumindest waren meine Spiele relativ frei von Rechtschreibfehlern und ähnlichem. Und wer sich die RPG-Maker-Community so anguckt, beziehungsweise sich da auskennt, das nimmt irgendwie kein Ende hier. Wer sich da auskennt, der weiß, dass das eine absolute Seltenheit ist. Und ja, da bin ich doch relativ stolz drauf. So wie halt immer. Hohoho, der Hering. Der Hering mit seinem Rechtschreibgedöns. Oh mein Gott, das ist ja so unglaublich unterhaltsam. Okay, so, und jetzt ballern wir hier noch ein Alien-Raumschiff ab und der und wow, ist der schnell geflogen und wow, und hier kann man noch ballern und wow und wow und wow. Und irgendwie, ich habe jetzt noch ein paar blaue Punkte auf der Karte, aber die sind weniger geworden. Ich weiß nicht genau, ob meine Kollegen wirklich angegriffen werden oder ob die nicht eher denken, lass mal irgendwie gehen, weil irgendwie macht das hier keinen Spaß. Verständlich wäre es, aber zugegebenermaßen, es gibt jetzt auf der Erde dann vermutlich nicht so schrecklich viele Orte, wo man sich vor einer Alien-Invasion verstecken kann. Ich weiß nicht, ich würde wohl vermutlich in irgendein Gebiet ziehen, welches nicht ganz so arg besiedelt ist, weil das sind
allein schon aus strategischen Gründen immer die letzten Ziele von Invasoren, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Weil, macht ja keinen Sinn. Irgendwie, keine Ahnung, Buxtehude anzugreifen, wenn man trotzdem die Feuerpower hat, um irgendwie ganz Berlin im Erdboden gleich zu machen. Das macht, ist strategisch halt unklug. Ich meine, okay, für, je nachdem, die Leute in Buxtehude wird es ein bisschen mehr kümmern, wenn tatsächlich Buxtehude platt gemacht wird. Aber das ist halt, ja, der Lauf der Dinge. Persönliche Schicksale, darauf kann man irgendwie im Krieg keine Rücksicht nehmen. Nein, 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 nein. Dab, 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 dab. Jetzt finde ich es irgendwie total duft. Wie viele kommen da raus? Das ist nicht gut. Nicht gut. Ich glaube auch, diese Mission dauert irgendwie ein kleines bisschen lange, aber vielleicht auch nur, weil ich mich irgendwie so ein ganz kleines bisschen dusselig anstelle. Wahnsinn. So, da sind ein paar Sachen irgendwie. Wow, kann ich auch bitte wieder auf den Erdboden drauf? Kann ich auch bitte nachladen? Dankeschön. Irgendwo hier vor mir müsstest du sein. Ich weiß nicht wo. Ich sehe eigentlich gar nichts mehr. Jetzt sehe ich euch. Oh, hallo Leute. Dab, 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 dab. So, ich baller mal ein kleines bisschen. Ich hoffe, ihr nehmt mich nicht kommen. Ich werde die ganze Zeit hier nach oben geschleudert. Das ist der Wahnsinn. Die Erde bebt, die Erde zittert, alles geht unter. Und ich will nur kleine dumme Roboter kaputt machen. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe mit eurem dummen kleinen. Ja, ja. Jetzt sehe ich wieder nichts. Hallo, so, jetzt ein bisschen Rauch aus, raus aus der Rauchwolke und dann wieder hier ballern, 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 irgendwie so von unten dran und dann hier wieder ganz viele Sachen einsammeln, was nicht so verkehrt ist, muss ich auch mal dazu sagen. Und jetzt sehe ich doch da hinten, dass da schon wieder jede Menge, also hallo, guck mal auf dem Radar, wie viele sind Dinger da jetzt rechts wieder aufgetaucht sind. Das sind jetzt wieder nur Flugdinger, sehe ich das richtig? Die sich jetzt gleich den Weg zu mir bahnen und dann sehen wir hier noch weniger. Es wird so schön werden. So, ich gehe jetzt mal in irgendeine Richtung, weil ich mir auch hoffe, ja, da links, rechts sehe ich noch schemenhaft irgendwas. Da links dich holen wir jetzt irgendwie mal von den Beinen, ja, weil ich auf dich keinen Bock mehr habe. Wow, 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 wow. Ich sage es gerne nochmal, also von den Effekten her und so gefällt mir das Spiel schon. Es ist sicherlich nicht das hübscheste 360-Spiel, das muss man ganz klar sagen. Aber es gefällt mir schon. Mein Gott, also die Explosionen sehen wirklich gut aus. Ich meine, zugegebenermaßen ist es auch so ziemlich das Einzige, was man im Spiel hier sieht, wenn man mal so richtig im Schlachtgezimmel drin ist. Aber nö, das hat schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Stil. Jetzt, das ist doof, wenn man die ganze Zeit von den Füßen gerissen wird. Dab, 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 dab. Er zielt jetzt... Das zielt wirklich nach unten? Nee, Quatsch. Der Plasmastrahl bleibt die ganze Zeit trotzdem. Der Plasmastrahl bleibt die ganze Zeit... Ah, da bist du. Plasmastrahl bleibt die ganze Zeit in der Luft. Ja, 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 ja. So, und da hinten sind die komischen Fluggeräte. Und ich sehe da auch jede Menge Gegenstände. Nee, sind das Gegenstände? Doch, ich glaube, das sind Gegenstände. Ihr habt die ganze Zeit gegen meine Leute gekämpft. Ihr habt meine Leute niedergemetzelt. Jetzt mache ich euch fertig. Ih, da ist noch einer. Entschuldigung. Jetzt habe ich mal... Blablabla. Jetzt war kurz mein Nasenloch verstopft, aber komischerweise nur mein rechtes. Ja, ich bekomme noch keinen Schnupfen. Nein, Sommergrippe. Oh, das war so eklig. Ich hoffe, dieser Kelch geht in diesem Jahr irgendwie an mir vorbei. Also, dass ich nicht krank werde. Weil darauf hätte ich momentan eigentlich so absolut gar keinen Bock. Zumal das dann auch meiner Let's Player-Tätigkeit sehr abträglich werden würde, weil es macht echt keinen Spaß zu zocken und zu reden, wenn man die ganze Zeit irgendwie am Kämpfen ist, was seine eigene Gesundheit angeht. Und ja, ich glaube, das ist dann auf eine gewisse Art und Weise auch nachvollziehbar. Wow, 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 wow. Und generell ist es ja so, wenn ich krank bin, dann habe ich eigentlich auch so gar nichts Bock, nicht mal auf selber zocken für mich selber. Also das ist voll schrecklich. Zumal das momentan sowieso so eine Sache ist, sich ein ganz kleines bisschen fürs Zocken zu motivieren. Ich meine, fürs selber zocken. Ich finde das irgendwie faszinierend. Ich weiß nicht. Ich habe mir ein ganz tolles Spiel gekauft. Das Problem ist nur, ich weiß es nicht, ob ich es noch frisch anzocken will oder nicht. Also frisch anzocken in Anführungszeichen, weil mittlerweile habe ich es auch schon eine Stunde oder so gespielt und Mission cleared. Ich hätte ganz gerne die ganzen Sachen eingesammelt. Warum sind jetzt auf einmal hier alle, warum kommen da jetzt meine Teamkameraden? Warum seid ihr jetzt hier, wenn alles fertig ist? Was soll der Scheiß? Ich kann es nicht, es ist egal. So, jede Menge eingesammelt. Also die Mission war relativ ergiebig. Aber sie hat auch relativ lang gedauert, deswegen wäre das jetzt nicht so die perfekte Mission tatsächlich, um ein ganz kleines bisschen zu farmen. Ja, das kann man in dem Spiel auch machen, sich einfach natürlich Missionen herauspicken, in denen man relativ leicht und relativ schnell an viel Armor kommt und die Missionen dann immer und immer wieder machen und so kann man natürlich seine Lebensanzeige ein ganz kleines bisschen erhöhen. So, nichtsdestotrotz, das waren jetzt zwei Missionen für den heutigen Tage.
Vielleicht erzähle ich euch beim nächsten Mal, welches komische Spiel ich gemeint habe, welches ich mir gekauft habe, vielleicht aber auch nicht. Und ja, das war Earth Defense Force 2017 für heute. Beim nächsten Mal gibt es wieder zwei Missionen und dann wird weiter flockig munter geballert. Oder irgendwas in der Richtung. Und dann auch wieder mit einer anderen Waffe, also nicht die ganze Zeit Raketenwerfer. Ich muss mal gucken. Da muss man wieder Shotgun oder irgendwas. Irgendwas Schönes, mein Gott. So, ich war der Herring Ray. Das war Earth Defense Force für heute. Wir sehen und hören uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, Herring Ray sagt, tschö mit Ö.